Ja, guten Tag, Herr Jürs. Herzlich willkommen hier in den Räumen des Emshorner Stadtarchivs. Sie sind 1952 geboren, in Bad Bramstedt, in Bokel aufgewachsen und Sie haben eine bewegte Geschichte, von der wir heute etwas hören. Fangen wir an in Ihrer Kindheit. Da hatten Sie erzählt, da fing das alles an mit dem Laufen. Ja, das fing in meiner Kindheit an. Ich war von früher her als Kind auch sehr sportinteressiert. Auf dem Bauernhof gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wo man auch sportliche Aktivitäten ausführen kann. Ich habe zu früheren Zeiten mir selbst ein kleines Leichtathletikstadion auf dem Bauernhof gebaut. Da gab es eine Sprungkurve, eine Weitsprungkurve, da gab es eine Hochsprunganlage, da gab es eine Stabhochsprunganlage und auch eine kleine Crossstrecke mit Hürden, mit Hindernissen. Und auch die Bokler Schulkollegen und Cousinen, Cousins, die ich dort in der Nähe auch hatte, die haben auch auf meinem Sportplatz, so nenne ich den einfach mal, regelmäßig teilgenommen. Ganz besonders war Stabhochsprung bei uns eine Leidenschaft. Also wir haben früher noch mit dem Bambusstab, wenn wir überhaupt einen hatten. Ich habe sogar früher mit meinem langen Wasserrohr habe ich Stabhochsprung geübt. Und ja, dann Aber Sie später, sind nicht auf dem Misthaufen gelandet. nein, ich bin nicht auf dem Misthaufen gelandet. Und dann später bin ich in den Sportverein, Fußballverein Grün-Weiß-Bokel eingetreten, habe dort noch als Jugendlicher in einer Spielgemeinschaft mit Kaltenkirchen gespielt. Später ging das dann in den Herrenbereich und in diesem Herrenbereich habe ich sehr viel mit meinem Cousin, das ist der Erich Sommer, der ist ein paar Jahre älter als ich, und wir haben früher auch schon immer mal so kleine Wettläufe gemacht. Und Wettläufe von unserem Bauernhaus aus ging jetzt Richtung Mögloh, zum Segeberger Forst, nannte sich Hasselbusch. Das waren immer so hin und zurück, so gut 5 Kilometer. Und dieser Erich Sommer musste dann eines Tages seinen Wehrdienst anleisten, und zwar beim Bundesgrenzschutz in Lübeck. Und dort war er mit dem später sehr, sehr guten Marathonläufer Wolfgang Krüger zusammen auf einem Zimmer. Und dann hatten sie auch über mich gesprochen, und dann hat der Wolfgang Krüger gesagt: Mensch, bring den Dieter Jöss doch mal mit nach Lübeck. Wir haben jedes Jahr hier einen Volkslauf. Und dann habe ich 1969 im Oktober das wahrgemacht und habe dort mal teilgenommen am Volkslauf. In der männlichen Jugend noch. Und das hat mir sehr viel Spaß gebracht und habe dann weiterhin in weiteren Volksläufen teilgenommen. Habe dann 1970 die Gebrüder Wolfgang und Horst Matern kennengelernt. Die waren in der FTSV Emshorn im Verein. Und die haben mir dann auch den Vereinssport so ein bisschen schmackhaft gemacht. Und dann bin ich 1970 auch dort eingetreten. Wir haben immer im Winter, zumindest im Liederwald, sonntags immer trainiert. Da gab es noch den Gusch Nordhausen. Das ist der bekannteste Emshorner Langstreckenläufer und der beste Emshorner, den wir je hatten. Der lief ja die 10.000 Meter mal ganz knapp über 29 Minuten. Also da ist nie einer irgendwo mehr rangekommen. Und der hat mich dann noch ein Jahr so ein bisschen trainiert und war auch von mir begeistert. Und ja, dann war das so, dass ich 1971 auf Anhieb Kreismeister wurde. Also das war so der erste Das war Erfolg. mein erster richtiger Erfolg im Verein. Mein erster Wettkampf richtig auf Vereinsebene und gleich, ja. Und da hatte ich natürlich auch viel Lust zum Sport gefunden, ne? Ja. Und das habe ich dann weitergemacht, und ja, das war der erste Erfolg, sag mal, einfach der Schritt zum Langlauf. Wie haben Sie denn die Nachricht erhalten, dass Sie die Ehre haben, die olympische Flagge tragen zu dürfen? Die Ehre habe ich erhalten vom
von der Leichelief, von Horst Matern, dass man mich ausgewählt hatte für diesen Fackellauf. Und ich hatte dann auch die Nachricht, dass ich als erster Läufer diesen Fackellauf bestreiten durfte. Ich durfte also die Fackel vom Hamburger Leichtathletik-Kollegen übernehmen. Mhm. Und das war in Bönningstedt an der B4. Es waren dort damals so ca. 10.000 Zuschauer. Es war dicht gedrängt und es war ein absolutes Event. Und das werde ich nie wieder vergessen. Wie weit durften Sie die Fackel tragen? Ein Kilometer durfte ich tragen. Ich will nicht sagen Schritttempo, aber nicht das, was ich so normalerweise gewohnt bin, so unter 4 Minuten den Kilometer zu trainieren. Hier muss ich mich schon so an so ca. 5 Minuten halten. Haben Sie das bei den vielen Schaulustigen, die an der Strecke standen? Es gibt ja Fotos, wie Sie da wirklich wie so ein Karnevalsumzug durchgelaufen sind. Ja, das gab ja richtig dicht gedrängte Spalier. Und wir hatten ja auch dort vorweg Fahrzeuge, die die Strecke freigehalten haben. Haben Sie das denn überhaupt genießen können bei diesen ganzen Eindrücken? Ja, das konnte ich genießen. Ja. Absolut, ja. Absolut genießen. Also das war... Sie waren ja zu viert aus dem Kreis Pinneberg. Haben Sie heute noch Kontakt zu Ihren Mitläufern? Nee, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Die Fackel durften Sie behalten, Sie haben sie auch mitgebracht. Die Fackel habe ich jetzt mitgebracht, ja. Das ist die Originalfackel, die durfte jeder Läufer damals behalten. Und was noch ganz besonders wichtig ist, die Gaskartusche ist noch da drin. Noch die originale? Die Original-Gaskartusche. Man könnte sie noch anzünden, denke ich mal. Ja. Das wollen wir hier nicht. Ja. Und was ich dann auch noch dazu bekommen habe, das habe ich mir dann selbst mal gekauft. Das ist der Olympia-Waldi. Ich war zu der Zeit ja auch bei der Bundeswehr und die Bundeswehr hat mir für sportliche Leistungen erlaubt, 5 Tage in München mir die Olympischen Sommerspiele anzugucken. Ja. Ich wurde da sehr gut aufgenommen. War nur leichter Gefreiter, durfte aber übernachten im Offiziersheim und wurde, sag ich mal, fürstlich bedient. Man fragte mich, wann ich denn zum Stadion möchte. Man hat mir einen Fahrer und ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das war also ganz toll. Das war auch was Besonderes. Bitte? Das ist ja auch etwas Besonderes, als das Gefreiter, war was ganz Besonderes. Einen Fahrer zu haben. Und was auch noch ganz besonders war, ich war ja in Kiel bei der Marine, FFG 5, in der Kaserne. Und wir haben als Bundeswehrsoldaten auch die Vorbereitung gemacht für die Olympischen Segelwettbewerbe. Und da habe ich auch kräftig mitgeholfen. Mhm. Ja, das passte alles zusammen in diesem Jahr. Das war wirklich total super. Eine Frage zu Ihrem Besuch in München. Ja. Das fällt ja zusammen mit dem Attentat, mit diesem schrecklichen Attentat auf diese israelische Mannschaft. Welchen Gedanken hatten Sie beim Besuch der Spiele? War die Fortsetzung damals richtig oder hätten Sie besser gefunden, wenn die Spiele abgebrochen wären? Was haben Sie gedacht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gut, dass die Spiele weiter stattfanden. Und ich sag mal, man hatte auch diese Gebäude, man hatte alles abgeriegelt. Und in der Kaserne, wo ich auch stationiert war, die hat sich auch für die Sicherheit gekümmert, um die Sicherheit gekümmert. Ja. Hm. Ja. Ja. Also ich habe auch dann diese Gebäude alles besichtigen können. Ich habe mich darum gekümmert. Ich habe mir alles angeguckt, was ich machen konnte in diesen 5 Tagen. Ja. Ja. Und man muss auch dazu sagen, die haben mich ja von Kiel in der Albatros damals hingeflogen als einziger Passagier, der war also Pilot und Co-Pilot und sie haben mich hingeflogen und haben mich auch extra wieder abgeholt. Also das war total toll. Tolles Erlebnis. Tolles Erlebnis, vergisst man nicht. Das vergisst man einfach wieder nicht. Die Fackel hat heute bestimmt einen Ehrenplatz bei Ihnen zu Hause. Haben Sie eine Vitrine dafür angeschafft? Nein, die hängt an der Wand. Die hängt an der Wand. In meinem Arbeitszimmer, wo auch noch viele Pokale sind. Ich habe ungefähr 150 Pokale stehen. Also. Gab es Versuche, Ihnen die Fackel irgendwie abzukaufen? Nein, diesen Versuch hat es nicht gegeben. Gut. Hätten Sie auch wahrscheinlich nicht widerstanden.
der hätte ich auch nicht erlaubt. Das glaube ich. So ein Erlebnis und so ein Ehrenstück, das gibt man nicht aus der Hand. Leichtathletik ging dann weiter bis zu einer Verletzung? Ja, es war so, erstmal Marathon. Ja. In den Mitte 1970er Jahren fing ja so allmählich der Boom an, Marathonläufe stattfinden zu lassen. Und mein erster Marathon war 1979. Und da muss man auch sagen, zu einem Marathon, wenn man einen gestalten will, dann muss man auch dementsprechend trainieren und viel trainieren. Also es gibt so ein Richtmaß, wer unter 3 Stunden laufen will, muss mindestens 100 Kilometer in der Woche trainieren. Wie schafft man das beruflich, wenn man... Ich habe beruflich vor der Arbeit, nach der Arbeit, ich bin auch nachts gelaufen und es gab keine Tageszeit, wo man nicht, oder Nachtzeit, wo man nicht laufen konnte. Also die Möglichkeiten, wenn man es wollte, die gab das immer. Ja, 1979 war dann, wie gesagt, mein erster Marathonlauf. Und dann bin ich in Husum gelaufen. Das war im Oktober. Und bin gleich unter 3 Stunden gelaufen, also 2 Stunden 50 Minuten. Und habe dann natürlich auch Blut geleckt. Und die nächsten weiteren Jahre bis zu meiner Höchstleistung 1985 in Berlin, beim Berliner Marathon, das war, glaube ich, der 29. September. Da bin ich meine Bestzeit gelaufen von 2 Stunden, 33 Minuten und 11 Sekunden. Und diese Bestzeit ist immer noch die drittbeste je, die ein Emshorner und Umland gelaufen ist. Ja. Das zeigt und um diese Zeiten zu erreichen, habe ich über 200 Kilometer in der Woche trainiert. Das zeigt Ihre Begeisterung für den Sport, dass Sie heute diese Zeiten noch im Kopf haben, auf die Sekunde genau. Ja, ich habe meine Bestzeiten eigentlich fast alle noch im Kopf, ob das 5.000 ist, ob das 10.000 ist, 25 Kilometer, die habe ich alle noch im Kopf. Ja. Und mich interessiert auch heute alles, was so Sport noch gibt. Ich habe auch jetzt in München geguckt, was da abgelaufen ist. Also tolle Ergebnisse, tolle Atmosphäre, muss man ganz klar sagen. Sie hatten in einem Interview gesagt, dass dann eine Verletzung der Achillessehne kam. Ja, was ist da passiert? Das fing so 1987 an. Da hatte ich plötzlich Achillessehnenprobleme, und zwar an beiden Seiten. Ich bin mit einem Kollegen gelaufen, das war Uwe Ehling. Uwe Ehling hat die beste Emshorner Marathonzeit damals gelaufen. Und sie schwollen an, habe eine Pause gemacht, habe verschiedene Ärzte besucht, habe es dann immer noch mal wieder kurz versucht. Es hat nicht funktioniert und bis heute, ja, leider nicht. Ja. Hätte gerne noch mal wieder vielleicht ein bisschen getrabt, sagen wir mal. Ja, und so als Leichtathlet durch und durch muss diese Verletzung doch auch innerlich fürchterlich wehgetan haben. Die hat sehr wehgetan. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich habe dann versucht, einen kleinen Ausgleich zu machen. Ich bin aufs Rad gestiegen. Das ist mir aber nicht sehr gut bekommen. Ich habe 2 Unfälle gehabt, wo mich Autofahrer angefahren haben. Die Radwege waren damals nicht so toll. Gut, teilweise heute ja noch nicht. Die haben mich einfach von der Straße gedrängt. Ja. Mhm. Ja. Und dann bin ich mit dem Minigolfsport so allmählich angefangen. Wie sind Sie dazu gekommen? Warum ausgerechnet Minigolf? Minigolf hat uns schon immer fasziniert. Wir haben mit unseren Kindern früher in Sibirien gespielt. Und eines Tages im Urlaub, das war im Bayerischen Wald, in Deckendorf, da gab es ein Turnier für jedermann. Und da haben wir teilgenommen und überraschenderweise haben wir alle ersten Plätze belegt. Und dann haben wir uns darum gekümmert, Jedermann-Turniere zu besuchen und haben überall abgesahnt, bis man uns 1989 gesagt hat, Familie Jürs, euch möchten wir nicht mehr auf diesen ganz normalen Jedermann-Turnieren sehen. Geht mal bitte in den Verein. Und dann sind wir 1990 gezwungenermaßen in den Verein gegangen. 1990 fängt dann die aktive Minigolfzeit an, die bis heute angehalten hat. Ich habe mittlerweile 32 deutsche Meisterschaften mitgemacht. Beste Platzierung war mal Platz 4. Und mit der Mannschaft sind wir mal Dritter geworden.
Sie haben irgendwann die Entscheidung getroffen, eine eigene Minigolfanlage aufzubauen. Ja, die Entscheidung habe ich getroffen, nachdem mich damals, das war 1997, der EMTV gefragt hat, wäre es möglich, bei uns im ehemaligen Biergarten eine Minigolfanlage zu bauen. Ja, habe ich gesagt, ich bin ja Minigolf-Interessierter. Ich werde es versuchen. Ich werde versuchen, eine gebrauchte Minigolfanlage zu bekommen. Die habe ich dann bekommen, und zwar aus Kiel-Schilksee. Da lag die. Und die habe ich dann dort 1998 aufgebaut und 1997, 98 aufgebaut und 1998 eröffnet. So schließt sich der Kreis mit Schilksee. So schließt sich der Kreis wieder mit Schilksee. Genauso ist es. Und heute liegt die Minigolfanlage beim LTC Elmshorn. Wir haben die jetzt eröffnet am 2. Juli. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, aber der Spielbetrieb läuft. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft, Herr Görs? Ja, wir möchten vom Verein aus die Minigolfanlage natürlich erhalten und die Zukunft ist natürlich, dass man immer gesund bleibt Ja. und so das so lange wie möglich machen kann. Zum fast Schluss, welchen Rat haben Sie an die heutige Sportlergeneration? Welchen Tipp können Sie geben? Also ich sag mal, macht euren Sport, euren Leistungssport immer im Rahmen, dass ihr euch nicht überfordert. Macht wirklich gute Dauerläufe. Ja. Gut. Haben Sie noch etwas zu sagen, uns mitzuteilen? Nee, eigentlich bin ich damit fertig. Ich denke mal, ich habe alles soweit, was ich wisse, gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Jürs. Alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten, damit Sie in vielen Jahren auch noch weiteres erzählen können. Vielen Dank. Thank you.